Jo, Timus. Vor langer Zeit raubte der grausame Tyrann Leukus den Thron von Knossos. Knoppers. Seine blutige Herrschaft Echt mal, hatte doch ein Ende, als ein Diener ihn vergiftete. Es gibt Geschichten darüber, dass sein Skelett aus dem Grab auferstehen würde, das bei Tritons Kamm liegt. Tritons Kamm. Schon wieder ein Skelett? Wir hatten schon drei Prinzen. Na, da muss wohl irgendwas daran liegen. Immer diese Skelette. Ja, voll kaputt, ja, die Gegend. Wo ist noch ein Hafen? Ja. Ein einzelnes Schiff. Ein kleines Schiffchen. Was haben wir hier oben? Und eine Statue von einem Minotauros, der... Das sieht so aus, als würde er auf dem Klo sitzen und gerade... kacken. Vielleicht macht er alles auch. Muss den ganzen verzehrten Menschen... Hühnchen! Bock, 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 oh nein. Bock, bock. Das ist der Hühnchen-Gang. Wir sind voll in die Viertel eingebrochen. Voll die Hühnchen-Gang. Wir wollen nicht aufpassen. Egal, ich sorge dafür, dass ich ihre Anführerin werde. Asos, herzliche Matrone? Alkmene. Du suchst den Palast? Sei gewarnt. Die Geschichten besagen, dass im Labyrinth unter dem Palast ein Minotaurus lebt. Du solltest besser nicht darunter gehen, wenn du wieder nach oben Problem ist, möchtest. Wir müssen darunter. Wir haben keine Wahl. Oh, Geschichtenerzähler. Der Tritus. Yay, noch mehr Geschichten. Erzähl mal eine schöne Geschichte. Ein Mann namens Daedalus. Leihe mir die Worte für diese Geschichte. Für Minos, den König von Kreta, baute Daedalus das Labyrinth. Und eine er sollte Brücke. Den schrecklichen Minotaurus beherbergen. Als Minos ihn in einem hohen Turm einsperrte, stellte sich Daedalus Flügel aus Wachs her, ein paar für sich und ein paar für seinen Sohn. Dann warnte er seinen Sohn sorgfältig. Fliege nicht zu hoch, denn die Sonne schmelzt das Wachs. Fliege nicht zu tief, denn dann werden die Flügel nass und versagen. Sohn und Vater legten dann die Flügel an und flüchteten im Morgengrauen weg von Kreta und dem grausamen König Minos. Aber im Laufe des Tages verspürte der junge Ikarus die Freude am Fliegen und stieg in den Himmel hinauf. Er näherte sich der Sonne, die wächsernen Federn schmolzen und Ikarus fiel vom Himmel. Daedalus flog weiter nach Sizilien, um dort zu trauern. Er nannte den Ort, an dem Ikarus stürzte, Ikaria. Auf Sizilien baute er dann einen Tempel für Apollon. Als Opfergabe ließ er seine Flügel im Tempel zurück. Wäre geil, wenn wir die Flügel an uns reißen und damit auch fliegen können. Mensch, Kratos hat sie schon geschnappt. Heavenly fucking touch the sky! Mein ist nur noch ein weiß nicht in welchem Teil, entweder God of War 2. Es sind schwere Zeiten angebrochen. Kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? Ja, mein Hals. Nein, du kannst nicht helfen. Oh, voll verschleimt. Ah ja, immer verkaufen. Dieses schleimige Zeug. Nee, nee, nee. Die große Frage ist, wie lange nehmen wir schon auf? Weiß nicht. Ich auch nicht. Seconds. Soll ich den Schild benutzen? Ich schau mal ganz schnell auf die Uhr. Wir haben irgendwann nach 5 Uhr angefangen. Wieder 10 oder 20 nach. Hier ist schon 6:45. Ach, Chicken, wie konnte dir so ein Anfängerfehler passieren? Ja. Ja, wir müssen schon über eine Stunde aufnehmen. Ich weiß es nicht. Oh, wir machen gleich mal einen kurzen Schnitt und ich gucke nach. Ja, okay. Dann machen wir gerade schnell. Okay. Ich schaue jetzt. Viel Glück. Oh, so, wir haben noch genügend Platz. Ja, gut. Gut, dann machen eine wir weiter. Stunde 30. Ja, da können wir ruhig weitermachen. Nehme ich jetzt den schon und den anderen. Brauchst du mindestens noch eine Stunde, 10 Minuten. Für eine Woche. Meno, der Arkanist. Olimetus, Waffenschmied. Ich glaube, ich nehme den Schild. Davon abgesehen, dass ich mein Leben habe dadurch. Alles, was du siehst, vergessen. Steht zum Verkauf. Portal. Habe ich schon. Achso, dann habe ich nicht. Das erste, als wir in die Stadt hineingelaufen sind. Ich war schon wieder zu langsam.
Oh, weh. Oh. Ach, Pika, ich bin nicht arm. Hm. Ja, ist eine Karawane? So. Guten Tag. Nö, keine Ahnung, wie zieht er weiter? Fackel. Ja. Die Fackel. In Ordnung. Leben auffrischen. Chicken Egoistin. Erst macht sie sich selbst mit Leben, dann ihre Wölfe und zum Schluss erst Rapi. Wölfe sterben noch schneller. Ja, und das Beste kommt ja sowieso immer zum Schluss. Immer, immer, immer. So, Mann. Schule Arabien. Na, gewohnt, wir sind noch an der Küste. Fast. Ich bin ja vorhin rausgetappt und hab durch wieder alt gedrückt. Ach so. Müssen gleich die Schnelltasten auf andere. Ah ne, das ist ja austauben. Oh Gott. Brennt der Schrullen. Schrolle, Schrolle, Schrolle. Und Hexen, falls sie welche sind. Ja, das ist eine, haben schon gesehen. Klippenharp hier. Hexe! Verbrenne und, auf den... Oh, habt ihr einen Helden? Wow, Kiese stirbt. Ist eine dunkle. Ich wollte eigentlich nur den Namen lesen von dieser Harpie, aber dann ist Kiese plötzlich... Ich habe nur eine gesehen, die andere war schon tot, bevor ich sie gesehen habe. Kann sein. Sterben ja häufig solche Dinger. Okay, dann ab zum Ballast, bevor die Telkine vor uns da ankommt. Was? Ja, die haben doch von Labyrinth gesprochen, der Typ. Gut. Ach stimmt, ja, die haben es ja mir. Und den Minotauros. Ja, was sollst du denn am besten verstecken, wenn nicht in einem Labyrinth mit einem dicken Minotauren drin? Ah, ich hab schon wieder. Halt. Ja, das macht, haben wir schon. Ja, ja auch, weil ich herausgetappt bin. Oh je, schon wieder jede Menge Minaden hier. Was für die Kätzchens? Naja, die Bewohner haben gesagt, es sind ja Monster aus dem Nichts gekommen. Und das war noch letzte Nacht. Man, jetzt ist schon wieder dunkel. Sehr schnell, es ist immer dunkel. Der Zelt aber sehr schnell aufgeschlagen. Ja, dauert auch bestimmt nicht lange. Keine Ahnung, ich war noch nie zelten. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, um so ein Zelt aufzuschlagen. Ich werde naja, natürlich... Naja, mehrere Leute hat Hallo, nicht Minotauros. So schnell. Ja, nicht so schnell, nicht so langsam. Nicht so schnell. Ja, wenn man mehrere Leute hat, nicht so schnell. Weil sie gegenseitig im Weg stehen, weißt du? Ja. Naja, der ist Minotauros und ich sehe nur seine Leiche. Ich habe dafür seine Axt zu spüren bekommen. Ja. Oh je. Hochland für eine Heraklion. Yay. Noch so ein Hexenvieh. Hexen. Verdammte Hexen! Verbrennt auf dem ja. Scheiterhaufen! Bäume ein paar Scheiterhaufen, verbrennen sie drauf. Ja, hier sind ja genügend Pfeilen Bäume an. Für Holz. Und ich zünde sie ja mit meinen Feuerpfeilen an. Genau, wollte ich gerade sagen. Und du bist der mit den Feuerpfeilen. Hm. Ah, ein Kampfhelm. Und ein Wölfchen, der die Habien frisst. Wow, Fetzenwolf. Wow, sind das viele Hexen hier. Bin ich geheilt? Lass mich dich heilen. Hm. Lass mich dich heilen. Ich meine es doch. Warte mal, mein Buffs. Mein Buffs sind ausgelaufen. Gut. Was immer diese Sachen auslaufen. Warum Fallon? Wow. Yay, noch mehr Kätzchen. Dickes Lager und noch mit Verteidigung. Digga, Stahl schon wieder. Überall. Ein kleines Bolzengerät war da. Hab ich im Augenwinkel gesehen. Kleine, der kleine Gerät. Ja, Minigerät. Handtaschengerät. Der Handtaschengerät. Schwert. Ah, Aegis der Athen schon wieder. Und Jägerstall wieder.
Das ist der gleiche wie vorhin. Hm, ich weiß. Scheiße, dass man nicht zwei Speere benutzen kann. Wie soll das aussehen? Ja, man kann ja zwischen zwei Waffen hin und her switchen. Naja, im neuesten Add-in benutzen manche Gegner einen Speer und eine Einhandwaffe. Woran? Das sind auch elende Cheater. Aber wir kommen so kurz vor Ende des Spiels. Jetzt habe ich einen Gesundheitstrank gerade gesoffen, um meinen Mana aufzufüllen. Dann habe ich gemerkt, Moment mal, das war Gesundheitstrank und nicht Mana. Schnell Mana-Trank hinterher. Mit der Geistmeisterschaft könntest du es machen. Ja, noch mehr. Aber kein Geist. Hexen. Noch mehr Klippen, Habien. Und Klippenvögel. Naja, eigentlich nicht, aber. Nein. Oder Klippenroller. Mann, der hat mir jede Menge Zelt abgeschlagen. Da mit Town. Ja, Klippenläufer von allen gehasst. Morrowind, außer Chicken. Aber nur wegen der Levitation. Naja, es gibt immer Morrowind schlimmere Sachen für mich. Als Klippenläufer. Aber ey, Klippenläufer gibt es noch viel mehr als alle anderen. Oh je, so viele Menaden hier. Richtiges Monsterlager. Oh ja. Große Attacke, Kiesel und Wetzwolf. Chicken Fang sind tot. Der hat den gesamten Gebirgskamm übernommen. Damit auch niemand zum Labyrinth kann. Um sich zu verlaufen. Ich glaube, im Labyrinth überlasse ich dir die Führung. Ich habe die Neigung dazu, mich zu verlaufen. Hat man in meinem Oblivion-LP gesehen. Im Night of the Night. Trotz Questmarker die falsche Festung reinlaufen. Und ich dachte... Sieht aus wie Bier. Also der Fluss sieht aus wie Bier. Okay. Oder Apfelsaft. Oder Apfelschorle. Ich kann mit beides nicht dienen. Chicken hat kein Bier. Ich trinke keinen Alkohol. Alter, wie oft müssen wir jetzt über den Fluss rüberlaufen? Schon das zweite Mal. Gleich schwimmen wir am besten durch und wie Lachse Wasserfall hochschwimmen. Also wäre das hier Minecraft, könnten wir den Wasserfall hochschwimmen. Das ist schon bereits das zweite Mal, dass wir diesen Fluss überqueren mussten. Mann, das ist einfach ziemlich faul. Wir sind in Tritons Kamm. Soll der Info die Grabstätte sein. Diesen wandelnden, untoten König. Ich habe dem Typen ehrlich gesagt nicht zugehört. Ich hab zugehört, du mich, aber ich zuhöre. Denken hast du an mich, ich höre ja zu. Warte, da unten sind noch Gegner. Okay. So, dann wirst du das reden, dann haben wir Ruhe vor dir. Gut, dass ich noch nicht drauf geklickt habe. Ja. Dann könnt ihr uns nicht schon wieder beim unten Zuhören stören. Fand ich das schon mal? Damals in Ambrosius Feld dann mit Chiron. Ach, it's a tower. Ja, bloß ich ganz Wildschwein ankam und mich gestört haben beim Zuhören. War das nervig? Nervig, ihr seid nervig, ihr seid nervig. So, ja, Typ, wie heißt du? Xanthippus. Sollen wir suchen, weil die Leute kann. Sollst du ja heilen. Hallo, mein Name ist Xanthippus. Hier ist es nicht mehr sicher. Untote und andere Dinge treiben sich hier rum. Ich sammelte Pilze in dieser Höhle, als diese Monsterspinne hinter mir auftauchte. Ich lief hinaus in Sicherheit, doch leider ließ ich meinen Stab in der Höhle liegen. Noch mehr Spinnen. Ich rieche einen Tod und Magiersachen in meinem Winter. Toll. Sollten... Hey, Spinnen! Gönnes Wagen, seinen Schatz zu klauen. Giftsäcke.
Oh. Unheilvolle Achnus. Hatten wir Giftzack eigentlich schon mal? Ja. Echt? Ja. Damals und bei unserer ersten Begegnung mit den Spinnen. Kurz vor Tegea. Ich erinnere mich nicht. Mein Gedächtnis wurde gelöscht. Ich wurde geblitzt, Dings. Okay. Nur vor einigen Folgen meintest du, als wir in der Nähe des Sumpfes waren. Also, die Typen, die sich verlaufen haben. Meintest du ja, hier, lass dich nicht Blitzdings und schicken. Ja, wo ist dein Geländer? Ich hab mich geblitzdings. Mann, das sind ja ziemlich große Spinnen, oder so. Spinni, ihr spinnt doch alle. Die Spinnen! Wo habt ihr den Stab versteckt? In deinem Hintern. Nein, das würde wehtun. Ja, hab ich auch gerade so gesagt. So ein Arschloch bin ich jetzt auch nicht. Ah, jetzt so eine ganze Höhle. Ne? Ach, das Boss. Was? Was halt? Oh. Post habe ich schon gesagt. Heldenmonster. Ah, erste Level up. Ah, leck. Ja, aber Raffi mal wieder Level up hatte. Chipcon. Er ist immer der Erste. Der Kiesel, weißt du? Meistens auch unter den Kommentaren. Ja. Aber er ist so lieb und schreibt nicht Erster, weil das voll doof ist, sowas zu schreiben. Passt ja nicht zu mir. Nur Loser schreiben erster Kommentare. Würden schreiben erster Daumen nach oben. Hey, wieder ich sag. Würden schreiben nur schreiben erster Daumen. Ah, und fürs Christen sie ja. Aber schnell tot. Naja, mit meinen Flammen. Na. Kannst du ich dachte, er hat nur einen Schrab verloren. Anscheinend haben wir gerade ein bisschen seine Stäbe kopiert. Dolly, warst du das? Ach, er kopiert ja nur Möbelstücke und meinen Koffer. Hat doch jemand seinen Stab da reingesteckt? Zumindest keine Katze. Ja. Okay. Da oben sind noch... Ja, sehe ich. Ich glaube, da oben sind noch welche. Ich habe die Karte offen, keine Sorge. Wir müssen sie alle verbrennen, es sind Spinnen. Wir dürfen keinen einzigen am Leben lassen. Ja. Wenn wir keinen am Leben lassen, kann sich auch keine von deinem Deck abseilen. Please don't, please never. Stell dir vor, so eine Spinne will sich von deiner Deck abseilen. Oh nee. Ich hab das schon mal im Real Life, ich will das nie nochmal. Mal so groß wie ein Hund oder so größer. So groß wie ein Bier. Ja, dein Stab. Vielen Dank. Deine zwei Stäbe. Mein Heilungsstab. Mach kurz an die Decke gucken. Lass mich dir für deine Mühe. Ich nehme an, ich sollte zurückgehen. Ja, geh zurück. Ah, geh zurück. Ah ja, Punkte verteilen. Zum Anfang zurück. Gehe zum Anfang zurück. Was nehme ich denn? Ja, ich glaube, ich werde das nächste den Kernbewohner beschwören. Ich brauche zwei Level-Ups. Geschicklichkeit und Stärke. Mehr von allem. Mehr von jedem. Mehr von jedem. Rüstung, Kampfer, Widerstand. 9. Komm, ein bisschen mehr Heilung. Keine Sorge. Ich glaube, im letzten Kapitel werden schon über Stufe 50 sein. Stufe 50. Weil Mindeststufe da für ein Kapitel ist nämlich 40. Keine Ahnung. Doch, das weiß ich ja. So, was haben wir jetzt erledigt? Jetzt wieder noch dieser untote König. Das müssen dann die letzten Abgaben dieses Kapitels sein.
Dann sorgen wir dafür, dass er selber wirklich stirbt. Hm. Oh nein, ich meine, wir haben schon drei Prinzen. Jetzt kommt der König. Nur noch Königin und eine Prinzessin. Und down. Ja. Prinzessin! Darf er nicht geben. Oh, Hime-sama! Hört auf mit euren Geräten! Fake-Geräte sind das ja sogar! Darf mich zu blitzen? Bin ich so schnell? Ticken schneller als ich. Blitz sie doch. Ja, ja, da hinten gekämpft. Jetzt nicht mehr. So, irgendwas mit Schülers gewesen. Na egal. Ja, ein Ring. Also Armbändchen. Armbändchen, yay. Ein Armbändchen. Ah. Ach, da brauchen wir einen Weinweg. War wahrscheinlich nicht so toll wie das Armbändchen, was ich dir gekauft habe. Hm. Und Vögelchens. Vögelchen. Hexen. Na, darf ich Bett wehren? Was wohl? Der hat selbst zu Ass geworden. Verwirrung ist eine der schlimmsten Statusveränderungen in jedem Spiel, besonders in Pokémon. Hm. Ja, was haben wir hier oben? Dreht uns kam immer noch. Ein Grabstätte. Yay, noch mehr Tomb Raider und Gorgonen. Wie kommen die hier hin? Hey, Gorgonen. Naja, durch den Eingang. Ja. Captain Obvious. Naja. Looten wir mal die Grabstätte. Wow, leck. Können Sie kaum noch warten, zu uns rüber zu laufen? Oh, dann laufe ich mal zu ihnen, damit sie nicht rüberlaufen können und ich somit ihre Träume zerstöre. Mhm. Zu uns rüber zu laufen. Oh nein, sind wir schon überlaufen.